Hier hinsetzen. Kein Körperkontakt, keine Übergabe von Gegenständen. Sie haben maximal eine Stunde Zeit. Verstanden? Darstellen. Du bist kein Kleindarsteller in der Kindergeisterbahn. Die Kids sollen sich vor Angst in die Hose scheißen. Come on, Mark. Ja, ich versuch's wirklich. Ich gebe mir alle Mühe. Diese Rolle kann ein großer Durchbruch sein. Aber du darfst den Psychopathen nicht nur spielen. You have to be one. Ja, ich sag dir eins, Mark. Wenn du nicht langsam deinen Arsch hochkriegst, dann werd ich zum Psychopathen. Ich verspreche, ich schaff das. Wusste ich doch, dass ich mich auf dich verlassen kann. Schon mal Scott. Hey Schatz. Hey. Können wir dann langsam los? No, ich räume nur noch schnell auf und dann können wir los. Schön. Ich sag dir, die Kinder sind ja ganz doofig. Aber immer dieses Rumgezapple und Rumgealbere. Zieh da mal einen geraden Lidstrich. Marc, hörst du mir überhaupt zu? Mhm. Was ist denn los mit dir? Du warst den ganzen Heimweg schon so still. Ach, es ist bloß weh. Es ist nichts. Liegt's an Kurt? Mach dir nichts draus. Der hat halt jeden angeflaumt. Aber irgendwo hat er ja auch recht. Ich kann mich überhaupt nicht in diese Mr. C-Rolle hineinversetzen. Vergiss den Typen und gib mir endlich einen Kuss. Hm. Männer und ihre Egos. Sei der Psychopath. Sei der Psychopath. Nein, der Psychopath! Der Das Messer ist stumpf. Wie bitte? Das Messer ist total stumpf. Stell dich nicht so an. Was ist denn los mit dir, Marc? Nenn mich nicht Marc. Ich bin Mr. C. Du bist verrückt. Oh ja, das bin ich. Und zwar verrückt nach dir. Psst, psst,
Seid ihr meine Kleinen? Kommt heraus! Also, wo seid ihr? Ich werde euch schon noch finden. Ihr könnt mir nicht entkommen. Cut! Short break for all. Mark, zu mir. Mark, was soll ich mit dir nur anstellen? Man, ich kenne dein Talent. Ich sehe deine Power. Oh, wo ist der Psychopath? Ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Ich versuche es ja. Aber ich schaff's nie. Was soll ich ändern? The main problem is, du handelst vielleicht wie Mr. C, aber du denkst nicht wie er. Was wäre, wenn ich dir sage, dass die beiden da miteinander eine Affäre haben? Dass Heiko sich deine Situation hier schamlos zunutze macht. Schaffst du Mädchen, was wäre, wenn du dich ungestraft damit brechen könntest? Was würdest du mit Heiko anstellen? Schmeckt das? Ah, das war heute wieder ein geiler Tag, ey. Es lief richtig gut bei mir heute. Mhm. Aber mit Marc haben wir ganz schön zu tun, ey. Ja, das stimmt, ja. Da gab es halt so Probleme. Aber ich glaube, Kurt will auch einfach ein bisschen zu viel. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Oh, du, guck mal, wie spät das schon ist. Aber was schon? Ey. Gottes Willen. Zeit verfliegt. Muss langsam los. Ja, ich mach dann auch gleich los, ja. Einen schönen Abend noch. Das gleiche, danke. Vergiss nicht zuzuschließen. Mach ich, danke. Also dann, ciao. Komm gut rein, tschüssi. Ja, es wurde schon spät. Schnell mal austrinken. Jetzt los. Ja, machen wir auch los. So. Was war das? Hallo? Tom, bist du's? Hä? Wieso ist das Licht aus? Was ist denn hier los? Hallo? Ist hier irgendjemand? Hallo? Hallo! Ey, das ist nicht witzig, macht mal auf bitte! Oh, kommt schon, hallo! Heiko? Was machst du hier? Kadi! Hallo? Guten Morgen! Ja, ich bin gestern Abend hier reingelockt worden, da stand dort ein Laptop, da bin ich hingegangen, da steht dann ist die Tür zugefallen. Da steht kein Laptop. Aber hier stand einer, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Aber hier ist nur ein Briefumschlag mit deinem Namen, ich bin neugierig. Wie war doch. Oh, Heiko. Was ist denn los? Du benutzt das Kondom, ehrlich. Ey, das ist nicht von mir, wirklich jetzt, ohne Mist. Naja. Heiko, so früh schon da? Mann. Na, kannst du dich nie von der Arbeit trennen? Okay, ich gehe jetzt erstmal einen Kaffee holen und, Heiko, die Tür war nicht zugeschlossen, die war auf. Bin ja gerade reingekommen. Aber ich bin mir ganz sicher. Aber der war doch hier.
Wenn du meiner Frau noch einmal zu nahe kommst, dann wird es nicht bei so einer harmlosen Nacht bleiben. Wieso? Was habe ich dir denn getan, Mark? Nenn mich nicht Mark. Für dich bin ich immer noch Mr. C. Und halt dich von meiner Frau fern. Haben wir uns verstanden? Stunden? Sag mal, willst du mich verarschen? Das kotzt mich an mit dir! Boah! Ah. Diese Versager! Oh, was haben wir denn hier Feines? Dich immer noch Mr. C. Sag mal, merkst du es noch? Du verletzt hier Leute oder zerstörst Equipment? Sag mal, hackt! Oh, kannst du jemanden verletzen? Ach, könnte ich? Hey, ist alles in Ordnung? Ich hab scheppern hören, was ist denn passiert? Pfeif du mal lieber deinen Pitbull zurück. Mensch, du hast recht, der ist gemeingefährlich. Sag ich doch. Was ist denn passiert? Ach. Sind solche Langweiler. Die haben keinen Sinn für Humor. Also, erzählt. Was ist denn mit dem los, Mensch? Wir haben ja das Zeug sortiert und der fängt an, mit Golfschläger und Golfbällen auf uns zu schießen. Aber warum? Also, ja, das fragen wir dich ja gerade. Was ist denn los hier? Was hab ich damit zu tun? Er hat mich ja auch letzte Nacht eingesperrt. Er kam, nachdem du weg warst, ist er noch mal zu mir gekommen. Und hat dich eingestellt? Ja. Ne, denkst du, ich schließe mich alleine ein, oder? Marc, ich muss ernsthaft mit dir reden. Was ist denn los mit dir in letzter Zeit? Was soll denn los sein mit mir? Nachdem du heute einfach abgedampft bist, hatte ich mit Heiko und Tom ein sehr intensives Gespräch. Und wir drei sind der Meinung, dass du dich ein bisschen zu sehr in deine Rolle hineinversetzt. Ach, die beiden Loser haben einfach keinen Humor. Die missgönnen mir auch meinen Erfolg. Jetzt, wo ich endlich mein wahres Talent entdeckt habe. Was machst du da überhaupt? Ich mache ein Geschenk für Heiko. Ein Geschenk für Heiko. Richtig. Und was ist da drin? Nimm deine Hände davon, das geht dich gar nichts an. Hast du sie nicht mehr alle? Du sollst deine Nase nicht in Sachen hineinstecken, die dich absolut nichts angehen. Was in dir vorgeht, das geht mich schon lange etwas an. Du bist der zukünftige Vater meines Kindes und ich muss wissen, worauf ich mich hier einlasse. Eine tote Ratte? Du bist doch krank. Ich kann keine weitere Nacht mit so einem Psychopathen mit dir verbringen. What happened? Ich wusste nicht, wo ich sonst hin soll.
Marc ist völlig durchgeknallt. Oh, okay? Hat er dir irgendwas angetan? Nein. Aber ihm ist alles zuzutrauen. Komm hin und erzähl mir alles in Ruhe. Danke, dass du uns mit deiner Anwesenheit beehrst. Willst du irgendwas von mir? Mr. C ist immer pünktlich. Bloß die Maske nicht. Ja, und dann auch deine heißgeliebte Freundin. Glänzt mit Abwesenheit. Was weiß ich, wo die ist? Keine Ahnung. Können wir jetzt losmachen? Okay, verlieren wir keine weitere Zeit. Kaffee. Hier noch fix einen Kaffee und ich erkläre kurz, was passiert. Okay, also, genau. Wir sind jetzt bei der Szene, wo Mr. C die Kids bis hier in diesen Raum verfolgt hat. Heiko, der Hausmeister, ist es nur noch der Einzige, der zwischen Mr. C und den Kids steht. Du machst die Tür mit einer Schaufel. Nach einem kurzen Gerangel kannst du ihm die Schaufel entwenden und alles weitere drehen wir dann mit dem Stuntman. Okay? Dann, come on, guys! Alle auf ihre Plätze! Klappe! Action! Halt! Stehen bleiben! Und was? Halt! 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 Ah, nein! Lass mich! Nein! Heiko! Oh mein Gott! Ruf dir einen Krankenwagen! Ich bereue zutiefst, was ich getan habe. Ich hätte es mir nie verzeihen können, wenn Heiko umgekommen wäre bei dieser Aktion. Aber was du mir angetan hast, du hast mir Drogen verabreicht. Das kann ich dir nicht verzeihen. Doch letztendlich warst du doch die ganze Zeit der wahre Mr. C. Und ich bitte dich, wenn noch ein bisschen Menschlichkeit in dir steckt, dann verrate mir, was hast du mit Kathi gemacht? Wo ist sie? The time is over. Jetzt antworte mir! Liebt sie noch? Tja, das nennt man wohl ein klassisches Open End.